Ohne Schöpfer ist das Geschöpf erschöpft. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus diese Worte: Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen. Bei ihm bleibt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Mein Elternhaus war keineswegs voll plakatiert mit vielen frommen Sprüchen. Doch außer diesem Zettel, von dem ich gestern gesprochen habe, wo drauf steht, du bist gesendet, gibt es dort noch einen zweiten Zettel, den Bart auf einem Spiegel klebt. Darauf steht, ohne Schöpfer ist das Geschöpf erschöpft. Wenn wir heute im Evangelium von der Gesinnung des Jüngers hören, den Jesus aussendet, dann können wir erschrecken und feststellen, ja, dieser Berg ist zu hoch für mich. Nie werde ich ihn besteigen können. Ja, Jesus erwartet sich von seinen Jüngern, den er aussendet, nichts weniger als dieselbe Gesinnung, die auch ihn bewegt hat. Es ist die Gesinnung der Seligpreisungen, die ja eigentlich der Ausweis, ja der Pass von einem jeden Christen, jeder Christin ist. Hier darf ich erinnern an meine Gedanken über die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind eben nicht mit eigener Kraft, das heißt ohne unseren Schöpfer und Erlöser zu verwirklichen. Wir brauchen dazu die Hilfe Jesu. Und die Gesinnung der Seligpreisung gewinnen wir dann, wenn wir erstens erkennen und bekennen, Jesus, mir fehlt diese demütige Haltung des Armen vor Gott, dem er wieder seine leeren Hände zu dir ausstreckt um Hilfe. Mir fehlt das Mitgefühl des Trauernden, wenn ich das Leid des Nächsten sehe. Mir fehlt die Sanftmut, der Eifer im Guten, die Barmherzigkeit, die Selbstlosigkeit, den Willen, Frieden zu stiften und die Kraft, Spott und Leid um deinetwillen zu ertragen. Und zweitens, wenn wir dann diese Schwäche Jesus immer wieder abgeben, ihn hinhalten und sagen, Jesus, ich gebe dir diese Schwäche, ich gebe mich dir hin. Sorge du, hilf du mir, ein guter Gesandter in dieser Welt zu sein. Ein großartiger Apostel Jesu war der heilige Pfarrer von Ars. Er bemerkte seine Unzulänglichkeit und Schwäche in vollem Maß. Und wie verhielt er sich? Gab er auf? Nein. Er sagte, was kann jemand tun, der keine Gaben und Talente hat? Ja, er kann wie ein kleines Hündlein zu seinem Herrn gehen und so lange vor ihm winseln, bis der Herr aufsteht und hilft. Ja, und das hat er jahrelang gemacht, wo er auf den Marmorstufen vor dem Tabernakel in der Kirche gekniet ist, bis das große Wunder geschah und sich die verkommene Stadt Ars vollständig verwandelt hat, so dass man sagte, Ars ist nicht mehr Ars. Jesus, wir bitten dich, schenk uns dieselbe Gesinnung, die dich erfüllt hat, diesen Geist der Seligpreisungen. Und hilf uns, mit diesem Geist der Seligpreisung zu den Menschen zu gehen, um in deine Liebe zu bringen. Im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, der Heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Und bitte den himmlischen Vater, er möge uns in unserer Schwäche, unserer Ratlosigkeit und Hilflosigkeit mit seinem Heiligen Geist zu Hilfe kommen.
und so segne, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen den Schenke gesegneten und wunderschönen Tag.